als im Jahr 1612 in Traunstein das erste Bier das Sudhaus verließ, begann die Geschichte des Hofbräuhaus Traunstein. Mai ist bei uns schön. Klarer Himmel, die Berg, unsere bayerische Bilderbuchlandschaft. So schaut's aus. Und familiär geht's zu. Den Ursprung hat das Bier vor etwa 6000 Jahren bei den Sumerern. 100 Jahre später gelang es den Ägyptern, lagerfähiges Bier zu brauen. Bei uns tauchte das Bier etwa 1500 vor Christi Geburt auf und war ob seiner erheiternden Wirkung ausgesprochen beliebt. Kleine Nebenerscheinungen wurden auch damals schon in Kauf genommen. Einen gravierenden Einschnitt in die Geschichte des Bieres bildete das Jahr 1516, als Herzog Wilhelm IV. In Ingolstadt am Georgitag das bayerische Reinheitsgebot erließ. Seither dürfen zum Brauen des Bieres nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe verwendet werden. Die Saline Traunstein führte einen raschen Aufschwung der landesherrlichen Brauerei herbei. Denn die Salzleute hatten durstige Kehlen. Der Kurfürst beanspruchte das Weißbiermonopol. Salz und Bier. Eine Traunsteiner Erfolgsgeschichte. Ja, der Wittelsbacher Herrscher Maximilian I. wusste vom Bierdurst seiner Traunsteiner Untertanen, als er 1612 im Herzen des Chiemgaus das Weiße Bräuhaus gründete. Das heutige Hofbräuhaus Traunstein. Beim großen Brand von 1704 wäre das Weiße Bräuhaus dann beinahe den Flammen zum Opfer gefallen, hätte man nicht eimerweise mit Bier gelöscht. Es folgte die Zeit, in der das Bräuhaus oftmals die Besitzer wechselte, bis schließlich im Jahr 1840 der Advokat Dr. Alois Hutter das Tafernrecht samt Siederecht vererbt bekam. Einige Jahre sollte das Bräuhaus in Huttersem Besitz bleiben. Da Dr. Alois Hutter keinen Nachkommen hatte, konnte Josef Seiler, Brauereibesitzer aus Lauingen, im Jahr 1896 das Hofbräuhaus Traunstein für seinen Sohn Josef erwerben. Und auch heute gibt es in der Familie seit kurzem wieder einen Josef, der die Geschichte wohl weiterschreibt. Bierbrauen als glückliche Synthese moderner Technik und höchster Qualität. Zwischen Fortschritt und Tradition. Hinter dem stetigen Wachstum stehen ideenreiche, positive Menschen mit Ausdauer, Herz und Verstand. Das Hofbräuhaus Traunstein steht für Perfektion vom Rohstoff bis zum Endprodukt und wurde schon 1995 als eine der ersten Brauereien nach den strengen Vorschriften des Qualitätsmanagements DIN ISO zertifiziert. Deshalb kommt auch die wichtigste der Zutaten des Bieres, der Hopfen, von unseren eigenen Feldern in der Hallertau und wird vom Anbau bis zur Ernte vom Bräu persönlich überwacht. Dieser Aromahopfen, frisches Bergwasser aus unserer Quelle vom nahen Hochberg und feinstes Malz aus heimischen Melzereien sind die Zutaten für unser Bier. Selbstverständlich gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Rund 100.000 Hektoliter Weißbier, Helles und Pils werden übers Jahr im Sudhaus geschrotet, gemeischt, geläutert, gekocht und gekühlt. Dabei sind heute alle Produktionsschritte computerüberwacht, aber von unseren Bierbrauern gesteuert. Die durchdachte Lagerlogistik garantiert die konstante Qualität und Verfügbarkeit des Bieres. Nur was den strengen Bewertungsmaßstäben des Hauses standhält, verdient den Namen Hofbräuhaus und hat seit Bestehen der Brauerei preisgekrönte Qualität.
über 100 Gold- und Silbermedaillen bei der DLG-Prüfung, dem härtesten Biertest der Welt, sowie der Gewinn des European Beer Star 2009 belegen den absoluten Qualitätsanspruch des Hofbräuhauses Traunstein. Was mit Geduld und Mühe gebraut wurde, wird in höchstmöglicher Geschwindigkeit und unter strengsten hygienischen Bedingungen abgefüllt. Eine echte Rarität ist unser Holzfassbier. Das Traditionsprodukt füllen wir für unsere Kunden noch heute liebevoll per Hand ab, wie vor Hunderten von Jahren, mit frischer Garantie. Übrigens, als weltweit erste Brauerei präsentierte das Hofbräuhaus Traunstein 1982 das Weißbier vom Fass. Die besten Häuser am Platz zählen zu unseren Partnern. Und das nicht selten über Jahrhunderte. Gemeinsam werden Marketingkonzepte und Strategien entwickelt und umgesetzt. Auch bei Innenarchitektur und Betriebsorganisation stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Nur wo Hofbräuhaus Traunstein draußen draufsteht, ist auch Wirtshauserlebnis drinnen. Unsere Fangemeinde wird immer größer. Und das nicht nur bei uns, sondern bei Bierliebhabern auf der ganzen Welt. Neben dem modernen Fuhrpark wird bis heute persönlich mit dem Pferdefuhrwerk ausgeliefert. Ein Stück gelebte Tradition. Für unsere Kunden gehen wir sogar übers Wasser. Wir sind immer live dabei. Service hört bei uns nicht mit der Bierlieferung und Gläsern auf. Mit unserer langjährigen Erfahrung und starken Partnern unterstützen wir Veranstaltungen jeglicher Art. Backmers O. Die Manager unserer Brauerei sind übrigens keine anonymen Bosse in grauem Flanell. Sie sind Menschen mit Spaß an der Freude, die selbst vor ungewöhnlichen Auftritten nicht zurückschrecken. Leben und leben lassen. Ja, das ist bayerische Kultur. Pralle Lebenslust und das Bier ist ihr Vater. Die ersten zwei, drei Mal das Fassl aufgetragen, da war ich stolz. Das war ein riesen Gaudi. Aber jetzt lachen nur mehr die anderen. Ja, mei, freue ich mich aufs Bier. Hans, habe ich die Ehre. Was gibt's? Ein wegen Musifest. Ja klar, da komme ich gleich vorbei zum Ausmachen. Hut auf dies! Bei uns macht ja jeder das, was er am besten kann, weil so Samarbeit macht. Biermassig natürlich. Ja, die Liebe zur Braukunst, zum Handwerk, zum Detail und zur Tradition, das ist uns in die Wiege gelegt. Aber sonst sind wir wohl die Hunde. Kann man wohl sagen. Aber es passt schon. Das Hofbräuhaus Traunstein ist in seiner 400-jährigen Tradition der original bayerischen Kultur treu geblieben und verkörpert wie kaum ein anderes Unternehmen Verbundenheit mit seinen Kunden, Professionalität und Lebensfreude. Mit Liebe und Leidenschaft zum Handwerk seit über 400 Jahren. Was sauft sie denn euer ganzes Geld? Kauft sie lieber ein Bier dafür. Es sind die Menschen, die den Unterschied ausmachen.
jeder an seinem Platz fürs Hofbräuhaus Traunstein. In unserer Brauereifamilie. Echt fürs Leben.